Normalerweise sind die Geschehnisse an der Wall Street im Fokus meiner Videos, aber das, was in Deutschland derzeit passiert, das ist schon etwas, was uns alle angeht, was unsere Zukunft angeht und was aus meiner Sicht ein Offenbarungseid einer Regierung ist, die jetzt sogar die Wirtschaft anbettelt, um diese fehlenden 60 Milliarden Euro, die das Bundesverfassungsgericht gestrichen hat, gewissermaßen einzutreiben, jene Wirtschaft, die von eben dieser Regierung ja so schwer unter Druck gesetzt wurde durch steigende Energiepreise. Und diese steigenden Energiepreise sind natürlich zum Teil durch das gekommen, was der Ukraine-Krieg gebracht hat, die Invasion der Ukraine durch Russland gebracht hat. Aber sie sind vorwiegend gekommen durch eine Politik, die eben sagt, wir wollen eine Energiewende, komme was wolle. Wir springen erstmal aus 10 Metern ins Wasser und gucken dann, ob das Wasser auch tief genug ist. Das halte ich für eine nicht so gute Idee. Und jetzt fliegt den Herrschaften das Ganze ziemlich blöd um die Ohren. Und wer zahlt die Rechnung? Wir zahlen die Rechnung. Die Steuerzahler zahlen die Rechnung für ein Projekt, das eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist, nicht wirklich logisch ist. Was bringt es, wenn wir die CO2-Weltmeister sind, in Anführungszeichen, wenn die anderen es nicht machen? Was bringt es, wenn wir komplett grün sind, dafür unsere Wirtschaft gegen die Wand fahren, wenn andere das rausblasen, was wir jemals einsparen können, und zwar in wenigen Tagen, so wie China? Verstehe ich nicht. Und jetzt ist das Desaster offenkundig geworden. Und mich regt das wahnsinnig auf, weil es vor allem um die Zukunft unserer Kinder geht, meiner Kinder geht, die ich gefährdet sehe angesichts einer solchen, eines solchen Dilettantismus auch. Das sind ja handwerkliche Fehler, die hier gemacht wurden, die jetzt dieser Regierung auf die Füße fallen. Hier sehen wir mal, jetzt wackelt auch der Doppelwumms, so titelt die Tagesschau. Und es ist ein Doppelwumms womöglich für Habeck und Scholz, denn es stehen ja nicht nur diese 60 Milliarden im Feuer, die das Bundesverfassungsgericht erstmal praktisch gestrichen hat, sondern es steht jetzt auch ein weiterer, nämlich der oder weitere 200 Milliarden Euro im Fokus der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wenn der auch noch gekippt wird, dann wird es richtig schwer. Wie gesagt, das sind handwerkliche Fehler seitens der Bundesregierung. Und jetzt warnt Robert Habeck vor deutlich höheren Energiepreisen und sagt, jetzt sollte doch die Wirtschaft mit privaten Investitionen mal aushelfen, um diese gesperrten staatlichen Investitionen zu kompensieren. Und außerdem sollten Wirtschaftsvertreter und Unternehmer ihre Perspektive und die konkreten Probleme der ausbleibenden staatlichen Förderung hinweisen, damit sich in der medialen Öffentlichkeit der Druck erhöhe. Rechts sehen wir, wie hier Robert Habeck an einem Bahnhof sitzt und sagt, hast du mal 60 Milliarden Euro? Und dabei hat man uns doch gesagt, wir haben kein Stromproblem, wir haben kein Energieproblem. Deswegen können wir ja auch die Kernkraftwerke abschalten, ist ja überhaupt kein Thema. Und jetzt ist die Union schuld. Die können sich dann bei Merz bedanken, dem CDU-Vorsitzenden. So hat Habeck heute argumentiert. Naja, jetzt könnte man sagen, wenn du eine Bank überfällst und jemand erwischt dich dabei, dann kannst du dich bei der Polizei bedanken, dass du erwischt wurdest. Aber das ist doch letztendlich die Aufgabe der Opposition, ob man die CDU jetzt gut findet oder schlecht findet. Die Aufgabe der Opposition zu zeigen, was nicht gut läuft, wenn Dinge praktisch nicht wirklich mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Das hat die Union gemacht. Hinzu kommt, dass diese beiden oder die sechs Atomkraftwerke, die jetzt abgeschaltet wurden, die hätten den Strom für die energieintensive Wirtschaft in Deutschland komplett bereitstellen können. Jetzt ist natürlich diese Abschaltung der Atomkraftwerke auch ein Produkt der Energiewende durch Angela Merkel, also durch die CDU. Aber man hat dann ein Stück weit umgedacht und gesagt, okay, wir haben jetzt eine andere Situation, jetzt haben wir eine andere Lage. Man muss letztendlich ja dann auch irgendwie die Konsequenzen ziehen, wenn die Lage sich verändert hat. Und hier mal eine Umfrage von CIVEI. Wie würden Sie
Zur Frage stehen die Atomkraftwerke, bis zu 7 Atomkraftwerke in Deutschland, 6 sind ja abgeschaltet, einen könnte man vielleicht nochmal reaktivieren. Wie würden Sie das Ganze sehen? Sehr positiv sagen 59,7%, sehr negativ sehen das 27%, wahrscheinlich die Mehrheit der grünen Wähler, aber es ist jetzt eine andere Situation, Leute. Wir müssen gucken, dass die Dinge hier irgendwie noch einigermaßen funktionieren. Und es macht keinen Sinn, letztendlich so extrem ideologisch zu argumentieren. Ja, die Atomkraft hat auch ihre Probleme, aber sie ist zumindest erstmal jetzt kein CO2-Treiber. Und das sollte doch der Bundesregierung eigentlich wichtig sein. Und Herr Rosin, den Sie vielleicht aus dem Fernsehen kennen, der Koch, sagt, Sie vergehen sich gerade, und da meint er Scholz, an der Wirtschaftskompetenz Deutschlands. Da sind keine Ziele, da ist keine Hoffnung, da ist keine Leidenschaft. Kein Wunder, wenn man mit Scholz einen Bürokraten als Kanzler hat, der zum Lachen in den Keller geht. Inkompetenz trifft Entscheidungen, und er meint damit nicht nur jetzt die ab 1. Januar wieder steigende Mehrwertsteuer für die Gastroindustrie, für die Gastronomie, sondern eben letztendlich ist das eine Bundesregierung, die von einer Vision zwar getrieben ist, die aber letztendlich utopisch ist, und statt zu sagen, hey, wir sehen, dass wir da an unsere Grenzen kommen, lasst uns pragmatisch agieren. Lasst uns das machen, was notwendig ist, damit die deutsche Wirtschaft nicht ein Riesenproblem hat. Das hat man aber nicht machen wollen, und wir haben kein Einnahmeproblem. Ich hatte das von Diego Fastnacht schon gezeigt, sondern wir haben jetzt die Ausgaben um 33,5% in 4 Jahren gesteigert. Das ist fast doppelt so viel wie die Inflation in diesem Zeitraum, nämlich 18,5%. Wir geben also immer mehr Geld aus, gleichzeitig steigt die Staatsquote immer mehr, gleichzeitig ist dieses grüne Projekt, dass die SPD ja unter Scholz mitträgt, vorwiegend ein staatlich organisiertes. Man versucht sozusagen, die Vorgaben so zu regeln. Es ist nicht der Markt, es ist vor allem eine grüne staatliche Planwirtschaft, die das Ganze erreichen soll. Und jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen und haben die Themen, und sinnbildlich dafür, und das ist jetzt keine Frage der teuren Energiekosten bei Bayer, aber es ist sinnbildlich, dass ein so großer deutscher Konzern, der jahrzehntelang eine führende Rolle gespielt hat in seinem Bereich, dass Bayer so stark abstürzt. Vielleicht eine der größten Fehlentscheidungen, Management-Fehlentscheidungen diesen Jahrhunderts wahrscheinlich, ist der Kauf von Monsanto. Jetzt kommt der Druck von zwei Seiten. Erstens eben dieser erneute Schadensersatz, den Bayer zahlen muss, 1,5 Milliarden. Und ein wichtiges Medikament, das auf den Markt kommen sollte oder in das man Hoffnung gesetzt hatte, das hat sich als unwirksam erwiesen. Teilweise geht es 20% runter mit der Aktie. Ist das jetzt ein Boden? Fragezeichen. Könnte schon sein, aber fundamental ist die Situation nicht wirklich gut, denn Bayer hat Verbindlichkeiten in Höhe von mal eben 85 Milliarden Euro. Das ist riesig, das ist fett. Und das stellt die Zukunft aus meiner Sicht von Bayer in Frage. Wie schaut es denn mit unserer Zukunft aus? Heute vor 100 Jahren starb der Reichsbankpräsident Havenstein, der verbunden ist mit der Hyperinflation in Deutschland. Also ziemlich genau vor 100 Jahren hatten wir eine desaströse Situation. Ein Dollar kostete damals 4,2 Billionen Mark. Also das war durchaus eine Menge Holz. Der gute Havenstein ist an einer Grippe gestorben, wurde tot in seiner Dienstwohnung gefunden, offenbar an einem Herzschlag. Also so ein bisschen sinnbildlich, wir wiederholen so ein Stück weit, habe ich das Gefühl, Symptome der 20er Jahre, der 1920er Jahre. Und die Frage ist, wird die Inflation wieder nach oben gehen, wenn jetzt die Energiepreise steigen in Deutschland? Gut, Deutschland ist nur ein Teil von Europa, aber wenn die Energiepreise steigen, die Mehrwertsteuer für die Gastro steigt, wir haben die Lkw-Maut jetzt schon ab 1. Dezember, also da haben wir durchaus Preistreiber. Und eines hat heute ein EZB-Mitglied gesagt, nämlich Wunsch, glaube ich, ein Belgier, der gesagt hat, also wenn die Märkte jetzt darauf wetten, dass die EZB die Zinsen senkt, dann werden die Finanzkonditionen immer laxer, was uns dazu zwingen könnte, die Zinsen anzuheben. Und das trifft ja ein Stück weit auch auf die Wall Street zu, die ja auch denkt, die Fed wird sehr bald die Zinsen senken.
Dadurch steigen Aktien, dadurch fallen die Renditen. Das alles könnte dazu führen, dass die EZB, dass die FED dann auch ähnlich wie die EZB vielleicht gezwungen ist, hawkischer zu werden. Und was heute schon ein Thema war, natürlich Argentinien. Milei, der Sieg dieses, wie soll man sagen, Libertären, das ist vielleicht das beste Wort, ohne jetzt gleich ein Etikett zu verwenden. Jedenfalls sehen wir Aktien und Anleihen in Argentinien mit massiver Rallye. 11% ging es da sehr schnell nach oben für die Aktienmärkte, aber auch für Anleihen, die ja unter Druck waren, weil man eben einen weiteren Zahlungsausfall Argentiniens vermutet hat oder befürchtet hat. Und Fabio De Masi, der aus meiner Sicht, ist ja ausgetreten aus den Linken, aber aus meiner Sicht noch einer der vernünftigeren ist aus dem linken Spektrum, der hat gesagt, ja, jetzt sehen wir das Experiment eines El Loco-Kapitalismus. Lass den Mann doch mal machen, was da kommt, was er überhaupt durchsetzen kann, statt ihn gleich zu verurteilen. Wir sehen ja, was in Argentinien los war in den letzten Jahrzehnten. Goldman sagt, ja, der Mann hat einen Punkt. Der Staat ist immer mehr aufgeblasen worden, die staatlichen Ausgaben sind immer mehr explodiert. Bei uns sehen wir das in Deutschland natürlich noch nicht so extrem, aber man hat das Gefühl, wir sind auf dem Weg dahin. Staatsquote von weit über 50% inzwischen. Und dementsprechend hat die Zentralbank, so sagt hier Goldman Sachs, diesen argentinischen Weg der peronistischen Regierung bisher finanziert. Das könnte man auf andere Länder wie die USA ja auch anwenden. Aber hier vielleicht mal, Herr De Masi, sehen wir, was der bisherige Weg gebracht hat, nämlich eine Art des Staatssozialismus. Es ist permanent nach unten gegangen seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will, seit die Peronisten im Grunde einen permanenten staatlichen Interventionismus gepflegt haben. Und wir sehen dann, wie mein Kollege Claudio Kummerfeld hier bemerkt, dann ist zum Beispiel ZDF heute, dann wird der als ultra-rechts beschrieben. Ich glaube, das ist ein falsches Etikett. Er ist libertär, freiheitlich orientiert, aber man sieht, wie schnell so ein Etikett dann aufgeklebt wird und solche Leute dann sozusagen, naja, als böse verunglimpft werden sollen. Wenn wir jetzt zur Wall Street kommen, diese Brücke mal schlagen, dann glaube ich, war der entscheidende Treiber, dass es heute zunächst mal nach oben geht, dass Microsoft den geschassten OpenAI-Chef eingestellt hat. Daraufhin hat die Aktie von Microsoft mal eben 115 Milliarden an Marktkapitalisierung gewonnen innerhalb von 60 Minuten. Das ging relativ zackig und wir sehen Microsoft 1,8%. Das hat die Stimmung gedreht oder hat zu einem Stimmungsaufschwung geführt. Microsoft neues Allzeithoch. Ansonsten auch rot, grün, viel grün auch, aber eben auch viel rot, also sonst eher uneinheitlich, was wir im heutigen Tage sehen an der Wall Street. Normalerweise ist ja diese Zeit nach dem kleinen Verfall eher negativ und ich war davon ausgegangen, dass es diesmal auch so ist. Schauen wir mal, jetzt kommt alles morgen auf die Nvidia-Zahlen an, aber insgesamt 60% der Amerikaner, so eine neue Umfrage, leben von Paycheck zu Paycheck und geben mehr Geld aus, als sie haben. Hyperconsumption heißt das Wort in den USA. Und die Leute, die sind teilweise narrisch, wie man in Österreich sagen würde. Also sie sind sozusagen so konsumbesessen. Und das Ganze in einer Wirtschaft, deren Frühindikatoren jetzt 19 Monate in Folge negativ sind. Heute die neue Zahl minus 0,8%. Und hier, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier bemerkt, und das ist die längste Strecke jetzt seit Lehman, also seit der Finanzkrise. Aber es wird natürlich ein Soft Landing geben. Das ist ganz klar, zumal wenn wir uns diese Grafik hier anschauen, dass eben normalerweise die Wirtschaft, das BIP, den Frühindikatoren folgte. Diesmal ist alles anders. Heute 19 Uhr, wenn Sie das Video sehen, ist das schon passiert. Wichtige Auktion einer 20-jährigen US-Staatsanleihe. Was passiert da mit den Renditen? Fragezeichen. Die 30-jährige Auktion zuletzt war ja ein echtes Desaster. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Sondervermögen-Desaster. Habeck warnt vor deutlich höheren Energiepreisen. Ja, man hat uns doch gesagt, das wird alles gut. Was ist denn jetzt? Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Die Bundesbank sagt, nee, Schuldenbremse nicht antasten. Wir werden wahrscheinlich auch Schrumpfung haben in Deutschland im vierten Quartal. Also es ist so wunderbar, dass es schöner nicht sein kann. Diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.